und Ruth Becher von der SPÖ ist schon am Wort. Nach dem Frühling kommt der Sommer, nach dem Sonntag der Montag und nach dem Regen scheint wieder die Sonne. Aber eines, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommt in Österreich sicher nicht: ein echtes Bestellerprinzip bei der Maklerprovision. Die ÖVP will es nicht und die Grünen können es nicht. Dabei ist die Sache relativ einfach. Wer eine Leistung bestellt, muss sie auch bezahlen. Und wenn es den Vermietern lästig ist, die Wohnung herzuzeigen und Mietvertragsformulare auszufüllen, dann beauftragen sie einen Makler. Den beauftragen sie aber in der Praxis nur dann, wenn er auf das Honorar des Vermieters verzichtet und der Mieter 2 Bruttomonatsmieten bezahlen muss. Bis zu mehreren tausend Euro, wie für einmal aufsperren und Formulare unterschreiben, kritisieren sehr viele Betroffene. Und das ist ein Unrecht. Wenn diese Bundesregierung das ändern möchte, dann kann sie das relativ einfach tun. Sie kann die Gesetzesvorlage der SPÖ zustimmen oder da wird das Gesetz, wird die Sache ganz eindeutig geregelt, oder sie können auch das Gesetz aus Deutschland abschreiben. In Deutschland wurde das Bestellerprinzip bereits 2015 eingeführt und das Gesetz ist dort sehr einfach, funktioniert tadellos. Wird eine Wohnung vom Makler vermietet, zahlt der Vermieter. Ansonsten muss der Vermieter beweisen, dass er nichts mit der Arbeit des Maklers zu tun hat. Das funktioniert und ist ein ordentliches Gesetz. Die Bundesregierung hat sich aber entschlossen, es anders zu machen. Sie will den Menschen einen Schmäh verkaufen. In der Praxis ist das dann so: unterschreibt ein Vermieter für eine Wohnung, bekommt er dann vom Makler die Rechnung. Die muss er bezahlen oder womöglicherweise zu Gericht gehen, wo er beweisen muss, dass er dem Makler keinen Suchauftrag erteilt hat. Im Strafrecht ist es anders. Da gilt das Prinzip, dass jeder unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist. Für die Mieter in Österreich gilt das nicht. Da muss der Mieter bezahlt die Provision, bis er seine Unschuld bewiesen ist. In Deutschland muss der Vermieter beweisen, dass der Mieter den Auftrag gegeben hat. In Österreich muss es der Mieter beweisen, dass der Vermieter den Auftrag gegeben hat. Wie kann er das beweisen? Im Bautenausschuss hat die Frau Justizministerin dazu erklärt, dass es eine Dokumentationspflicht gibt. Und sie haben auch erklärt, dass es Auffangbestimmungen dazu gibt. Und ich sage Ihnen, ein Gesetz, das schon im Vornherein mit Dokumentationspflicht und Inkrafttreten von Auffangbestimmungen lebt, ist eigentlich ein sehr kaputtes Gesetz. Und die Bundesregierung weiß genau, dass es kaputt ist. Die Regierung behauptet ja nicht einmal, dass sie das Bestellerprinzip eingeführt hat. Die Regierung spricht von einem Erstauftraggeberprinzip. Und wenn man das im Duden nachschlägt, Sie können das gerne tun, ist das Wort Bestellerprinzip mit Vermittlergebühr zahlt jener, der die Vermittlung beauftragt, aber bei Erstauftraggeberprinzip finden Sie das nicht. Das Wort gibt es im Duden gar nicht. Zusammengefasst kann man sagen, die Mieterinnen in Österreich, wer die entlasten möchte, beschließt ein Bestellerprinzip und wer die Mieterinnen verschaukeln möchte, erfindet das Erstauftraggeberprinzip. Und ich habe aber auch eine gute Nachricht für Sie. Es ist nicht zu spät umzukehren. Es gibt einen Abänderungsantrag, mit dem kann man das Gesetz reparieren. Und dazu bringe ich folgenden Abänderungsantrag ein, der Abgeordneten Becher, Genossinnen und Genossen zum Bericht des Ausschusses für Bauen und Wohnen über die Regierungsvorlage 1900 der Beilage, Bundesgesetz, mit dem das Maklergesetz geändert wird, Maklergesetz, Änderungsgesetz 1952 der Beilage Top 4. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen, die eingangs bezeichnete Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert. Nach dem Einleitungssatz wird folgende neue Ziffer 1 eingeführt und die nachfolgenden Ziffern werden entsprechend umnummeriert.
1 Paragraph 17 samt Überschrift lautet: Provision bei Verträgen über Wohnungen und Wohnräume 17.1. Eine Vereinbarung, mit der sich der Vertragspartner des Immobilienmaklers zur Zahlung eines Entgelts für die Vermittlung oder den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Wohnungen oder Wohnräume verpflichtet, bedarf der Schriftform. 2. Der Immobilienmakler darf von einem Wohnungssuchenden für die Vermittlung oder den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Wohnungen oder Wohnräume kein Entgelt fordern, sich versprechen lassen oder annehmen, es sei denn, der Wohnungssuchende hat mit dem Immobilienmakler einen Maklervertrag geschlossen, bevor der Vermieter oder Verkäufer oder ein anderer Berechtigter den Immobilienmakler mit dem Angebot der Wohnung oder Wohnräume beauftragt hat und der Makler sonst wie von der Vertragsgelegenheit Kenntnis erhielt. Eine Vereinbarung, durch die der Wohnungssuchende verpflichtet wird, eine vom Vermieter oder Verkäufer oder einem anderen Beteiligten Berechtigten geschuldetes Vermittlungsentgelt zu zahlen, ist unwirksam. Im Streitfall obliegt der Nachweis über die Einhaltung des Absatz 1 und 2 dem Immobilienmakler. Viertens, wer entgegen Absatz 2 eine Provision fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, kann mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro bestraft werden. Vielen Dank. Es handelt sich um kein echtes Bestellerprinzip, kritisiert Ruth Becher von der SPÖ. Und sie bringt dazu einen Antrag ein. Es geht ja darum, dass Wohnungssuchende die Provision von MaklerInnen nicht mehr begleichen müssen.